Karl, im Team hat es einen großen Umbruch gegeben. Man ist, ja, man hat 14 Spiele abgegeben mittlerweile. Gib mal ein bisschen die Vorbereitung durch. Wie zufrieden bist du gewesen und wie haben sich die neuen Spieler integriert? Naja, dadurch, dass wir 8 junge Spieler von der Zweiermannschaft im Kader aufgenommen haben und ein paar Neuerwerbungen dazu bekommen haben, war natürlich schon spürbar, dass da ein Feuer reinkommen ist, das wir einfach erreichen wollten. Die Jungen haben sich in den Vorbereitungsspielen recht gut geschlagen, haben gesehen, dass natürlich ein bisschen auf höherem Niveau natürlich alles schneller geht und auch anstrengender ist. Aber da bin ich sehr zufrieden mit den jungen Spielern, aber auch mit den Spielern, die dazugekommen sind. Glauben auch, dass wir schon ein Tick stärker sein werden wie im Vorjahr. Ganz offensichtlich hat dieses Profiles Going for Goal Projekt eingeschlagen, oder? Also ich glaube, es waren sämtliche Jungs waren dabei, die jetzt raufgezogen worden sind. Wie siehst du das Projekt? Ja, es ist ein sehr ein tolles Projekt. Die Spieler, die Talent haben, zusätzlich noch zu fördern. Ich war ja fast jedes Mal beim Training dabei und habe auch Akademiespieler kennengelernt und habe den einen oder anderen vielleicht Tipps geben können. Aber das Training ist auch bei den Jungen sehr intensiv. Es wird hohes Pressing gespielt und daher kommen sie gut vorbereitet zu uns in den Kader, wenn sie das Talent dazu haben. Du warst natürlich auch involviert bei den Neuzugängen, bei den Transfers. Wie ist denn so die Entscheidungsfindung gewesen bei dir und beim General Manager Alfred Hartmann? Jetzt eine muss man natürlich schauen, was am Markt ist, was möglich ist. Und zum anderen muss man natürlich auch auf die finanziellen Gegebenheiten schauen. Und das ist natürlich ein Spagat, aber einige Spieler habe ich gut gekannt oder sehr gut, wie zum Beispiel Martin Harrer. Andere wieder weniger, da hat wieder der Ali bessere Kontakte gehabt und so war die Entscheidungsfindung manchmal so, dass ich eher die Entscheidung getroffen habe und das andere Mal vielleicht mehr der Ali Hörtnagel. Aber immer im Gespräch und immer im Austausch und da hoffen wir natürlich, dass wir Spieler haben, die uns weiterhelfen. Mhm. Vor allem in der die Defensive ist doch recht umgebaut worden, neuer Dormann, einige neue Verteidiger kommen dazu. Das war letzte Saison ein bisschen die Achillessehne bei uns. 54 Gegentore war einfach zu viel, um ganz, ganz vorn zu stehen. Wie glaubst du, wird sich das heuer entwickeln? Ja, zu einem wollen wir schon einen selbstbewussten, offensiven Spielstil praktizieren. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass man Tore einfängt. Aber wenn man ganz vorne stehen will, dann muss man einfach hinten kompakter sein. Es muss öfters die Null stehen. Das ist die Grundvoraussetzung, um erfolgreich spielen zu können. Und das müssen wir heuer auf alle Fälle besser machen. In den Vorbereitungsspielen ist die Null nicht so oft gestanden. Jetzt im ersten Bewerbsspiel gegen Steyr im Cup hat es auch gefehlt. Ja, bei den Vorbereitungsspielen waren natürlich richtige Kaliber dabei. Da waren zwei Spiele, glaube ich, waren zu Null. Die anderen haben wir schon Tore bekommen. Aber wie gesagt, bei einem offensiven Spielstil ist die Gefahr natürlich immer groß. Gegen Steyr haben wir es etwas unglücklich aus einem Standard mit abgefälschten Ball bekommen. Das ist immer schwer zu verhindern. Bedenklicher wäre, wenn wir ausgespielt werden oder wenn wir Eigenfehler begehen. Und das war in Steyr mal nicht der Fall. Und dann haben wir auch nicht mehr sehr viel zugelassen. Mhm. Auffällig war, dass vor allem auch die Jungen, die hinaufgezogenen Spieler von Wacker Innsbruck 2, dass die, man hat den Eindruck, seit sie einen Profivertrag unterschrieben haben, noch einmal einen Schritt weiter nach vorn gegangen sein in der Entwicklung. Wie schätzt du das ein? Also natürlich sind die hoch motiviert. Sie wollen versuchen, natürlich in die Mannschaft zu kommen, das merkt man. Der eine oder andere nützt auch immer wieder die Chance, wenn er ins Spiel kommt. So war es in Steyr. Die Tore wurden gut vorbereitet von den sozusagen arrivierten Spielern und gut abgeschlossen von den Jungen.
Also da hat dann letztendlich das Resultat gepasst und natürlich auch der Aufstieg in die nächste Runde. Mhm. Bleiben wir kurz bei Steyr. Man ist mit 4-3-4-3 in einem 4-3-4-3-System aufgelaufen. Bisher hat man den FC Wacker Innsbruck meistens in einem 4-1-4-1 gesehen. Dürfen wir uns da öfter auf eine solche offensive Ausrichtung freuen? Es ist nicht gesagt, dass es ein 4-3-3 offensiv ist wie ein 4-1-4-1. Das würde ich gar nicht sagen, aber es war dem Gegner geschuldet. Wir haben ihn gut beobachtet und gesehen, dass sie mit einer Dreierkette agieren. Dadurch wurden drei Spieler ganz nach vorne gezogen, um gleich höheres Pressing zu spielen. Und zudem haben wir gesehen, dass sie an den Flanken sehr offen waren. Das haben wir auch sehr gut genützt. Leider nur bis zur Grundlinie und bis zur Flanke. Dann ist leider zu wenig gekommen, denn da wäre vieles möglich gewesen. Und es könnte natürlich passieren, dass vom Gegner abhängig verschiedene Systeme gespielt werden. Mhm. Eine weitere Erkenntnis vielleicht vom Steyr-Spiel, Standards offensiv wie defensiv, da müssen wir noch einiges arbeiten. Ja, wird natürlich immer wieder trainiert. Wir haben mit Martin Haaretz einen Spieler dazu bekommen, der sehr gute Standards schießt. Wir haben auch in der Vorbereitung aus Standards einige Tore gemacht. Diesmal hat es nicht so geklappt, weder defensiv, da haben wir ein paar Mal Abschlüsse vom Gegner zugelassen. Und bei sehr, sehr vielen Eckbällen sind wir zu wenig zu Torchancen gekommen. Das muss besser werden. Mhm. Kurz vor dem Steyr-Spiel ist uns noch der beste Stürmer, der beste Spieler der vergangenen Saison, Patrick Ehler, abhanden gekommen. Jetzt ist mit Slatko Dedic kommt ein neuer Stürmer, dessen Vita durchaus beeindruckend ist. Was hast du für Erwartungen an ihn? Ja, dass er uns den Patrick natürlich ersetzt. Die Latte liegt da natürlich sehr hoch, aber es müssen nicht unbedingt 24 Tore sein. Er kann auch vorbereiten, dass wir sie abschließen können. Wir glauben, dass wir einen guten Spieler verpflichtet haben. Werden wir sehen in den ersten Trainingseinheiten und ersten Spielen, ob das auch wirklich gelungen ist. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir ohne Patrick Tore schießen können. Das, glaube ich, gibt den Spielern, den anderen Spielern auch Selbstvertrauen. Und daher sind wir natürlich optimistisch, dass wir den Abgang kompensieren können. Mhm. Am kommenden Freitag ist Auftakt in die Liga. Man spielt auswärts gegen Blau-Weiß Linz. Die haben sich jetzt im Cup, die haben eine Stunde gebraucht, um ihrem Gegner 5-1 abzufertigen. Wie schätzt du den Auftakt gegen ein? Ja, ich habe das Spiel beobachtet. Wenn man das anschaut in Wien, das Resultat täuscht etwas. Die Mannschaft von Karabach hat einen sehr guten Fußball gespielt, aber war leichtsinnig bei den Gegentoren. Allerdings schätze ich Blau-Weiß schon für das heurige Jahr auch als Mitkonkurrent ein um die vorderen Plätze. Mhm. Gut, Karl, dann sage ich vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche dir alles Gute für den Saisonstart. Und mögen die großen Ziele erreicht werden. Ja, danke schön.